Ein idyllischer Ort, irgendwo in den Bergen Italiens. In diesem sehr feuchten Klima sollen wir einen Dinosaurierpark errichten. Und in der letzten Folge haben wir auch ein Gehege für unsere ersten Kreaturen gebaut, nämlich den Caprosuchus. Diese haben durch eure zahlreichen Kommentare auch ganz tolle Namen bekommen. Vielen, vielen lieben Dank an alle Kommentarschreiber. In der heutigen Folge werden wir ein Gehege bauen mit einer Rafting-Tour für die Besucher. Und jetzt starten wir auch schon in die dritte Folge von unserem Park Primal Wetlands. Ganz zu Anfang bereiten wir jetzt hier erstmal die Fläche vor, auf der wir heute bauen werden. Auf der hinteren Seite von dem Gehege soll ein Berg hin, den zeichne ich jetzt hier ein. Dabei raue ich das Ganze immer so ein bisschen an und dann glätte ich es wieder über. Dadurch sieht es dann relativ natürlich aus. Und von der Rückseite führe ich jetzt hier das Wasser in das Gehege, denn das werden wir später brauchen. Und wenn man jetzt das Spiel speichert und dann wieder lädt, dann ist diese Fläche mit Wasser auch gefüllt. Jetzt kommt hier vorne ein Landstück hin, was ganz knapp über der Wasseroberfläche ist. Und dort kommt das Tourgebäude drauf. Das ist das Gebäude für unsere Rafting-Tour. Das verbinden wir natürlich jetzt auch noch mit unserem Weg. Als nächstes passe ich jetzt hier nochmal die Tiefe von unserem Wasser an im Gehege. Das ist nämlich jetzt die perfekte Höhe für unsere Rafting-Tour. Das werdet ihr dann gleich auch sehen, wenn wir die Rafts dort fahren lassen. Das sind hier gerade alles nur Vorbereitungen, dass ich später gut arbeiten kann in dem Gehege. Für diese Übergänge zwischen der Station und dem Wasser habe ich mir überlegt, hier diese schwarzen Dinge einfach so ein bisschen in den Boden zu versenken. Das sieht dann so ein bisschen aus wie im Heidepark. Dort fahren die Rafts dann nämlich auch auf solche Bretter, die sich quasi bewegen. Und damit werden die dann hoch und runter transportiert. Deswegen habe ich die jetzt hier auch für den Übergang benutzt. Ich habe es auch mal so ein bisschen in den Boden versenkt, dass da auch so ein bisschen Untergrund durchschimmert. Das fand ich gar nicht schlimm. Hauptsache, man sieht, dass da irgendwas ist, was halt diese Rafts dann befördert. Und übrigens, diese Rafts kommen nicht aus der normalen Tour, sondern aus diesem Tourgebäude. Das ist durch eine Mod auch ins Spiel gekommen. Da habe ich einfach den Trick genutzt, dass ich das dort rüber platziere und dann in den Boden versenke. Dann kommen dort nämlich die Rafts trotzdem raus und es sieht so aus, als wenn die aus diesem normalen Gebäude kommen. Das fand ich nämlich optisch ein bisschen passender. Jetzt habe ich hier den Hauptweg weitergeführt. Der geht nämlich hier um eine Kurve. Und hier bei diesem Stück hatte ich zwei Holzbrücken geplant. Diese kommen nämlich auch durch eine relativ neue Mod ins Spiel. Und da können die Besucher auch halt wirklich rüber auf die andere Seite. Und jetzt passe ich das Terrain dort auch nochmal an. Denn unter den Brücken sollen die Rafts dann später durchfahren. Deswegen muss es hier flach sein. Das Wasser wird hier übrigens an einigen Stellen noch nicht richtig angezeigt. Das passiert halt erst, wenn ich wieder speichere und lade. Also nicht wundern. Und hier sind jetzt auch die Rafts im Weg und blockieren das ein bisschen. Aber dadurch, dass ich jetzt hier gespeichert und geladen habe, hatten wir halt überall Wasser an den richtigen Stellen und die Rafts waren auch verschwunden. Das heißt, ich konnte hier vernünftig arbeiten. Und jetzt führe ich hier auch schon mal die Strecke so ein bisschen geschlängelt dort durch diesen schmalen Gang unter den Brücken durch. Und hier zeichne ich einen Zaun ein. Denn jetzt können wir hier ein Tor erzeugen, wo die Rafts dann auch wirklich durchfahren. Denn das ist sozusagen der Eingang in das Gehege. Diese Mauern hatte ich auch schon am Eingang verwendet. Und die benutze ich jetzt hier auch für den Rand.
Die werden nämlich jetzt hier in den Boden versenkt. Und dann haben wir dort auch nochmal eine wunderschöne Mauer. Die habe ich dann tatsächlich auch nochmal ein ganzes Stück weitergeführt, hier um die Kurve sogar. Und obendrauf kamen dann wieder die umgedrehten Basketballplätze. Das habe ich natürlich bis zum Ende geführt. Jetzt ging es wieder dem Terrain an den Kragen. Hier habe ich es nämlich nochmal so ein bisschen bergiger gemacht oder felsiger gemacht. Einfach wieder so ein bisschen angeraut, ab und zu ein bisschen übergeglättet. Und dann natürlich auch noch mit dem Terrain-Tool das Ganze angepinselt. Dort ist es auch völlig okay, wenn ihr erstmal zu viel, oder ich mache es zumindest immer so, lieber ein bisschen zu viel Felsen einzeichnen als zu viel Grün. Weil ein bisschen mehr Grün kommt eh noch dazu, dadurch, dass man halt später Büsche und so dort noch platziert. Und wie lustig das aussieht, dass die ganzen Rafts dort schon so rumdüsen. Die Strecke wird natürlich nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. Das ist einfach nur, damit ich einen Größenvergleich habe und halt schon mal sehe, wie das dann aussieht, wenn die dort langfahren. Hier an dieser Felswand kommen jetzt auch die ersten Felsen dazu. Dadurch sieht es dann auch nochmal natürlicher aus, wenn man die da so ein bisschen in den Boden versenkt und dann so ein bisschen durchschimmern lässt. Diese hier fand ich auch sehr, sehr passend, weil die auch so moosig sind. Dadurch kommt dann halt wieder so ein bisschen dieses Sumpf-Feeling auf. Hier vorne bei den Brücken habe ich dann so einen Holzzaun gemacht, so einen Kabelzaun. Da habe ich die Abstände auch ganz gering gemacht, damit das Kabel nicht so durchhängt. Und hier vorne an unserer Mauer, die wir selbst gebaut haben, dort kommen diese Pfeiler hin, die eigentlich in die Lagune gehören. Finde ich aber sehr, sehr schön, dadurch, dass sie halt so Fackeln vorne haben. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein Geländer, dass die Besucher dort nicht ins Wasser fallen. Das habe ich aus diesen Holzmauern gemacht. Das Ganze habe ich natürlich bis zum Ende dann auch durchgeführt, bis zu unserem anderen Holzzaun. Und hier oben auf die Pfeiler kommen dann auch nochmal solche Lampen. Das hatte ich ja auch am Eingangsbereich schon so gemacht. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn sich bestimmte optische Elemente im Park halt widerspiegeln. Jetzt ging es hier vorne an die Felsseite, da hatte ich nämlich auch schon was geplant. Und das mache ich mit so einem Felstunnel, den gibt es auch durch eine, ich glaube eine Fledermaus-Mod ist das. Da ist halt so ein Felstunnel bei, wo sich die Fledermäuse auch ranhängen. Und den zweckentfremde ich hier gerade als Felswand sozusagen. Und diese Felswand hat natürlich auch einen Zweck. Denn jetzt kommt hier nochmal auf die Rückseite andersrum gedreht nochmal so eine Felswand hin. Und dadurch entsteht dann dort oben auch so ein kleiner Spalt. Und aus dem soll dann halt Wasser spritzen. Gibt ja auch diese platzierbaren Wasserfälle. Und davon habe ich dann ganz viele nebeneinander platziert. Dadurch entsteht so eine richtig schöne Wasserfallwand. Und das Gute ist, es gibt auch hier diese Spritzer unten, wo der Wasserfall halt aufkommt auf das Wasser. Die habe ich natürlich auch platziert, damit es so realistisch wie möglich aussieht. Jetzt hier diese Zwischenräume nochmal mit dem Terrain verbinden. Und dann habe ich auch nochmal einen Teil der Strecke entfernt, denn hier vorne wollte ich nochmal ein Tor reinmachen. Das ist sozusagen dann die andere Seite, wo es dann ins Gehege geht. Und direkt an dem Tor, da habe ich das Terrain angehoben. Das bildet dann sozusagen eine natürliche Mauer. Jetzt habe ich hier das Ganze auch wieder drumherum gestaltet mit einigen Felsen. Und auch noch einige Bäume und Büsche an den Rändern, einfach, dass der Übergang dort ein bisschen schöner ist. Als nächstes springe ich dann wieder auf die gegenüberliegende Seite. Dort hatten wir diese Brücken rübergeführt und da wollte ich auch noch einen kleinen Aussichtsbereich für die Besucher bauen. Den habe ich überdacht mit diesen wunderschönen Teilen, die habe ich vorher auch noch nie benutzt. Diese so Zeltdächer sind das schon quasi, ne? So ein bisschen zirkuszeltartig, nur an den Seiten halt offen. Darunter habe ich auch wieder mit zwei verschiedenen Wegfarben gearbeitet.
Und um das vernünftig zu machen, habe ich einmal nochmal kurz das Zelt zur Seite bewegt. Weil wenn man mit zwei verschiedenen Wegfarben arbeitet, passiert es halt auch ganz schnell mal, wenn man die falschen Einrasspunkte und sowas nimmt, dass das halt so ein bisschen komisch ineinander glitscht, die Wege, und dann ganz komische Ecken und Kanten dort reinkommen. Deswegen muss man da mal so ein bisschen ausprobieren, verschiedene Breiten der Wege und verschiedene Einrasspunkte, und irgendwann klappt es dann, dass es auch sauber aussieht. Zwischen diesen beiden Überdachungen habe ich das Ganze dann auch mit einer Wegfläche verbunden. Und dann das Terrain bis da vorne an die Kante abgesenkt. Dadurch entsteht dann am Rand direkt so eine kleine Klippe und die dient dann als natürliche Barriere. Das Wasser, was dort sein müsste, wird auch gleich noch entstehen, wenn ich gespeichert und geladen habe. Aber erstmal pinsel ich das Ganze hier nochmal an. Die Klippen natürlich wieder mit Stein und Fels. Und dann den Untergrund schon mal so ein bisschen erdiger. Außerdem kommt da vorne auch noch ein Zaun hin, damit die Besucher nicht ins Wasser fallen oder in die Klippe runterfallen. Das Wasser ist jetzt übrigens schon wieder da, wie ihr sehen könnt. Und jetzt führe ich schon mal den Hauptweg weiter, der geht nämlich hier um eine Kurve. Und dort geht es dann in den nächsten Bereich vom Park, den wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge bauen werden. Aber erstmal machen wir jetzt hier den Berg nochmal größer auf der Rückseite. Der geht nämlich jetzt noch ein ganzes Stück weiter, bis zu dem Wegende. Und jetzt kommen schon mal grob ein paar Bäume dort auf den Berg gepinselt. Dann habe ich auch noch versucht, hier diese Stelle, wo das Wasser durchkommt, so schmal wie möglich zu machen. Denn die muss, also das muss bestehen bleiben, dieser kleine Graben sozusagen. Weil sonst würde das Wasser komplett verschwinden im Gehege. Deswegen habe ich das ganz, ganz schmal gemacht. Und das wird jetzt einfach so gut wie es geht überdeckt mit Bäumen. Da habe ich jetzt auch nochmal mir so große Bäume geschnappt und die da so ein bisschen rein versenkt. Einfach, dass es noch ein bisschen dichter wirkt. Weil man soll halt gar nicht sehen, dass das Wasser unbedingt daher kommt. Kommen jetzt auch noch ein paar Felsen zum Verstecken hin. Genauso wie auf dem Berg, da kommen auch noch einige Felsen dazwischen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und selbstverständlich auch noch einige Büsche. Und auch Bäume. Da habe ich auch noch einige an die Klippe per Hand platziert. Meistens benutze ich da diese kleineren Bäume. Gerade an so Klippen und so finde ich es halt nicht so schön, wenn da so ein riesiger Stamm ist dazwischen. Also mal kann man es machen, aber meistens mache ich es halt auch zum Beispiel an Waldrändern so, dass ich erstmal kleinere Bäume vorne mache und dann werden die immer größer, wenn man zur Mitte des Waldes geht. Das finde ich immer ein bisschen schöner. Und jetzt kommt nochmal so ein Ausguck. Das ist auch ein Objekt, was ich noch nicht verwendet hatte. Das ist von einer relativ neuen Mod, nämlich von dem Wasserpark von Jurassic World. Da ist halt dieses Gebäude mit dabei, damit kann man das halt bauen. Und das zweckentfremde ich hier halt so ein bisschen. Und das kommt jetzt alles dort oben an die Klippe. Wie man dort oben in diesen Ausguck reinkommt, habe ich mir tatsächlich noch nicht überlegt. Aber da werde ich vermutlich mir eine Lösung einfallen lassen von der anderen Seite des Berges. Also wenn wir dann bei der nächsten Folge oder übernächsten Folge dann auf der anderen Seite des Berges hier bauen, werde ich vielleicht dort so einen Tunneleingang machen und von dem kann man halt nach dort oben gelangen. Hier an dieser Seite habe ich nochmal so eine Mauer platziert, wie wir es ja auch schon vorher gemacht hatten. Einfach damit das hier auch ausbruchssicher ist. Die habe ich dann dort auch nochmal ein bisschen angeschrägt, damit es ein bisschen höher geht. Und dann hier einfach in den Berg geführt. Und jetzt kam erstmal wieder ganz viel Landschaftsgestaltung. Hier vorne hatten wir nämlich noch gar nichts gemacht. Da kommen jetzt erstmal ganz viele Felsen. Die habe ich meistens immer sehr tief in den Boden versenkt und immer nur so ein bisschen rausgucken lassen. Finde ich immer ganz schön, dadurch wirkt es halt sehr natürlich. Und selbstverständlich dürfen dort auch einige Büsche nicht fehlen. Und auch Bäume. Hier habe ich auch wieder eher kleinere Bäume genommen, einfach damit die Sicht nicht so verdeckt ist. Aber damit das Gehege auch auf dieser Seite ausbruchsicher ist, kommt dort noch eine Mauer vor. Das ist hier so eine Betonmauer. Da kommen jetzt noch mit so Lagunen-Deko-Sachen so ein paar Säulen dran, damit es schöner aussieht. Diese Art von Mauer habe ich versucht an allen Stellen zu machen, wo halt die Klippe nicht so steil ist. Einfach damit es dort auch ausbruchsicher ist.
Und jetzt kommen wieder ganz, ganz viele Felsen. Und als nächstes habe ich nochmal so eine Holzmauer gebaut. Die kommt hier zwischen diese beiden Überdachungen. Denn dort sollen die Besucher natürlich auch nicht reinfallen können. Und in die Mitte von dieser Wegfläche habe ich dann schon mal einen Springbrunnen platziert. Den habe ich jetzt noch nicht gestaltet, weil ich wollte erstmal grob planen, was halt wohin kommt. Hier in den Rand war zum Beispiel auch noch ein bisschen Platz. Da habe ich nochmal so zwei kleine Ausgucke hingebaut. Fand ich nämlich auch optisch sehr, sehr passend. Und die wollte ich dort unbedingt irgendwie unterbringen. Und dann das Ganze auch auf dieser Seite abgezäunt. Hier aber wieder mit diesem Holzzaun mit dem Kabel. Da muss man auch mal so ein bisschen tricksen, dass man dort die vernünftigen Abstände und Einrasspunkte hat. Aber mit ein bisschen Übung geht das ganz gut. Ihr seht das ja hier, ich platziere es immer woanders und bewege es dann nochmal einzeln mit den Mods rüber. Und an solchen Stellen, wo es halt ein bisschen freier ist, kann man einfach so Zwischenpfosten setzen. Und dann auf dieser Seite natürlich auch noch einige Felsen. Hier habe ich auch an den flacheren Stellen nochmal so eine Mauer eingefügt. Und dann wieder viel gestaltet mit Bäumen und Büschen. Und natürlich auch Felsen. Das habe ich dann auch ganz bis zum Ende durchgezogen. Und damit war dann auch das Gehege auf allen Seiten ausbruchsicher. Zwischen den ganzen Klippen habe ich dann auch noch so ein paar Büsche gemacht, damit es einfach ein bisschen grüner und schöner aussieht. Ich wollte das eigentlich mit dem Busch-Pinsel-Tool machen, das war der Plan. Aber dadurch, dass es alles so steile Klippen waren, sind die Büsche dann immer so schwebend gewesen. Das fand ich nicht so gut. Deswegen habe ich die dann alle manuell platziert. Jetzt springen wir wieder zu einer ganz anderen Seite vom Gehege. Bin sowieso immer so beim Bauen. Ich springe immer hin und her. Und ja, ich mache nicht erst eine Sache fertig, sondern gehe ich zu der Baustelle, dann dorthin. Naja, egal. Solange es irgendwann fertig wird. Ich weiß, zum Anschauen ist es nicht ganz so schön, wenn ich immer so viel hin und her springe. Aber ja, so, was soll ich machen? So baue ich halt leider nun mal. Das ist nämlich jetzt hier zum Beispiel wieder der Eingang von der Tour. Der bekommt jetzt auch ein bisschen Liebe. Ich überspringe auch wieder viel, weil sonst wäre die Folge halt wirklich sehr, sehr lang. Also ihr seht dann halt immer, dass auf einmal viele Felsen platziert sind, viele Bäume und sowas. Und ja, das habe ich jetzt nicht immer reingeschnitten, weil sonst hätten wir wahrscheinlich hier irgendwie eine 3-Stunden-Folge. Und ich habe halt immer versucht, das Wichtigste nur für euch zu zeigen. Hier habe ich zum Beispiel jetzt auch nochmal eine Wegfläche gemacht. Und das Ganze auch vernünftig abgezäunt. Und auf die Wegfläche kommen dann nochmal einige Sitzmöglichkeiten. Dann führe ich hier mit dieser helleren Wegfarbe nochmal den Hauptweg ein bisschen weiter entlang. Denn dort kommen auch noch ein paar Läden für die Besucher hin. Unter anderem Toiletten. Und auch noch ein paar Restaurants. Aber da habe ich jetzt auch einen großen Teil rausgeschnitten, weil es nicht so spannend war beim Bauen. Und ich denke, da reicht es, wenn ihr gleich das fertige Ergebnis seht. Das hier ist jetzt nochmal so eine kleine Fläche für die Besucher. Da kommen auch noch irgendwie Sitzplätze oder sowas hin. Aber erstmal gestalten wir die jetzt. Da baue ich nämlich nochmal so ein bisschen Dekoration für den Boden ein mit diesen geschwungenen Mauern. Die versenke ich einfach im Boden. In die Mitte kommt dann nochmal so eine T-Rex, so ein T-Rex-Skelett. Und das Ganze wird auch nochmal schön beleuchtet mit diesen Lagunenbeleuchtungsteilen. Kann man die schön mit dem Boden versenken und dann schaut nur noch sozusagen die Lampe raus. Aber die sieht halt am Tag sehr, sehr hell aus. Deswegen ist es immer ganz cool, wenn man die dann ja, schwarz beleuchtet. Gegenüber von diesen zwei Brücken, da kommen Hotels hin.
Und hier in dem Zwischenbereich zwischen den beiden Wegen, dort kommt noch ein Blumenbeet hin. Das stecke ich jetzt hier erstmal einmal ab, damit wir dort nochmal so eine kleine Erhöhung haben. Und dann geht das hier auch ruckzuck. Da kommen Blumen rein, ein paar Felsen, ein paar Bäume. Und schon sieht das Ganze viel freundlicher aus. Des Weiteren kommen ja auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten vor die Hotels. Und auch noch ein schöner Springbrunnen. Und jetzt platziere ich auch nochmal ganz viele von so kleineren Felsen. Die kommen nämlich hier ins Wasser. So schön an den Rand. Und dort kommt dann auch nochmal ein Springbrunnen rein. Es gibt nämlich so einen mit nur einer Düse. Den versenke ich einfach im Boden. Und dann ist es nochmal ein bisschen spannender, wenn man mit der Rafting-Tour fährt. Dadurch hat man dann so ein paar kleine Wasserspritzer noch. Das finde ich ganz schön. Das habe ich so an einigen Stellen gemacht, wo man halt relativ nah dran vorbeifährt. Ich glaube, man sieht das hier auch schon ganz gut, weil die Rafts, die cruisen hier schon direkt dran vorbei. Und jetzt springen wir auch direkt ins Gehege. Hier habe ich nämlich schon einiges gestaltet. Also hier sind schon so ein paar kleine Landflächen entstanden. Jetzt kommen Felsen, Büsche. Und auch noch weitere von diesen kleinen Steinchen an den Rand. Da kommt nämlich jetzt auch noch mal eine Wasserfontäne hin. Hier kommen jetzt auch noch einige Bäume. Und man kann jetzt schon sehen, die Rafting-Tour, die schlängelt sich halt hier so durch das Gehege. So ein bisschen kreuz und quer. Und ich habe halt versucht, das alles so spannend wie möglich zu machen. Deswegen habe ich unter anderem hier auch noch einen Tunnel eingefügt. Dieses Tunnelobjekt hatten wir ja auch schon bei den Wasserfällen benutzt. Und hier habe ich es halt einfach als normalen Tunnel verwendet. Das dann aus mit Normalfelsen auch noch ein bisschen schöner gestaltet. Und hier kommen jetzt auch nochmal diese vertrockneten Sumpfbäume zum Einsatz. Die habe ich wieder so ein bisschen rotiert und auch so ein bisschen angeschrägt, damit die halt nicht immer nach dem gleichen Objekt aussehen. Und dazu auch nochmal diese Mangrovenbüsche. Welche Spezies hier in das Gehege kommt, das wisst ihr ja sicherlich schon vom Thumbnail. Und der Deinocheirus, der hier in das Gehege kommt, der frisst Fisch. Deswegen müssen wir auch noch die ein oder andere Stelle mit frischem Fisch versehen, wo er dann selber sich den Fisch angeln kann. Hier habe ich zum Beispiel eine Stelle gebaut, die habe ich dann auch wieder mit diesen Algen so ein bisschen bedeckt. Und drumherum die Ränder mit Felsen abgesteckt. Dazu kam jetzt auch noch ein bisschen Schilf. Damit konnte ich auch nochmal die Ränder so ein bisschen überdecken, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und dann noch weitere Mangrovenbäume oder Büsche. Und auch noch so ein paar Büsche. Und schon sah das Ganze eigentlich relativ natürlich aus. Und jetzt kommen auch noch einige weitere Deko-Objekte. Natürlich ganz, ganz viele Büsche. Ich habe immer versucht, so viel wie möglich einzuzeichnen mit dem Pinseltool, damit wir halt ein bisschen Objekte sparen. Aber das meiste musste ich leider per Hand platzieren. Einfach damit es auch an der Stelle ist, wo ich es gerne haben wollte. Ich habe auch viel rausgeschnitten hier bei der Gestaltung von dem Gehege. Einfach weil es sonst viel zu lange gedauert hätte im Video. Aber ich denke, ihr seht so nach und nach, wie das Ganze hier entstanden ist. Habe auch mal die ein oder andere Blume hier noch platziert, indem ich so einen Blumenkübel versenkt habe. Dass nur noch die Blumen halt oben rausgucken. Und auch ganz viele Felsen und sowas am Rand. Und auch viele Büsche. Weil ich habe immer versucht, den Rand möglichst gut zu covern, weil der teilweise so ein bisschen harte Kanten hatte da beim Übergang zum Wasser. Und deswegen habe ich immer versucht, überall ein bisschen was hinzuplatzieren. Einfach damit das nicht so auffällt. Hier seht ihr das, glaube ich, gerade ganz gut mit diesen kleinen Felsen zum Beispiel ab und zu immer. Ich habe auch des Öfteren mal diesen Jurassic Park Baumstamm verwendet und dann im Boden versenkt. Einfach, dass dort so ein paar vertrocknete Äste rausschauen. Und ich habe auch ein paar Pilze platziert. So ein bisschen an den Felsen und an den Rändern, da wo es feuchter war. Und hier an den Spitzen von diesen ja, Mini-Inseln sozusagen, habe ich auch immer so ein paar Felsen gemacht, diese kleinen.
Dort kam dann auch mal die ein oder andere Wasserfontäne hin. Das macht dann die Rafting-Tour auf jeden Fall spannender, wenn man dort vorbeifährt. Ich freue mich übrigens auch schon auf die Tourfahrt. Die werden wir dann gemeinsam machen, wenn der Park fertig ist. Die wird wahrscheinlich auch ganz cool aussehen, hoffe ich zumindest, wenn man dann so durch den Tunnel fährt und an den Wasserfällen und sowas vorbei. Und unter den Brücken sogar auch durch. Also es ist schon, glaube ich, echt ganz cool. Ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen, wie dann die Deinokairos dort in dem Gehege rumlaufen werden. Weil ich könnte mir halt vorstellen, dass diese ganzen kleinen Objekte, die ich im Boden versenkt habe, schon einige Laufwege für die halt blockieren werden. Aber das müssen wir dann testen, ist dann halt so. Ja, so nach und nach nimmt es alles Form hier an. Hier habe ich auch nochmal einen umgekippten Baum gemacht. Und dann war das Gehege soweit schon so gut wie fertig. Und jetzt geht's wieder zu dem Weg. Der ist nämlich auch noch nicht fertig. Dort wird sich jetzt nämlich auch noch ein bisschen was ändern. Hier habe ich in die Mitte nämlich nochmal eine Erhöhung platziert und auch ein paar Bäume und solche Banner. Einfach damit es nicht so leer ist. Und dort dran kommen jetzt auch noch ein paar Bänke. Und das Ganze habe ich in der Kurve auch nochmal gemacht. Dort hat so ein bisschen um die Schräge gebaut. Und hier das gleiche Spiel mit den Bäumen. Und auch mit den beleuchteten Bannern. Auch hier gibt es wieder ein paar Sitzplätze für die Besucher. Und auch noch die ein oder andere Mülltonne. Jetzt habe ich noch schnell den Springbrunnen hier gestaltet. Dort kam einfach ein Baum rein und ein paar Büsche. Viel mehr Platz war da auch gar nicht. Und in der Kurve habe ich tatsächlich nochmal eine Änderung vorgenommen. Da hatte ich ja vorher so einen kleinen Platz für die Besucher gemacht. Den habe ich entfernt. Und ich habe mich dazu entschieden, hier diese Mini-Springbrunnen, nenne ich sie einfach mal, zu platzieren. Die finde ich auch sehr, sehr schön, weil die echt schön beleuchtet sind und da auch nochmal so ein bisschen plätscherndes Wasser ist. Dahinter kam dann nochmal so eine Hecke. Einmal dort entlang bis zum Ende. Und dann kamen dort auch noch solche weißen Segel hin. Immer in bestimmten Abständen. Und am Rand von dem Ganzen habe ich das Ganze mit so einem Holzzaun abgeschlossen. Mir fehlte sogar noch das letzte Segel, das kommt jetzt auch noch. Lampen habe ich auch noch überall am Wegesrand platziert, solche kleinen. Und jetzt kommen auch noch einige Besucher auf die Bänke, damit das Ganze ein bisschen lebendiger wirkt und nicht so leer ist. Das Drumherum habe ich eigentlich relativ simpel gestaltet, ganz viel Wald. Und die Ränder von dem Wald habe ich dann auch nochmal mit ein paar Felsen und ein paar kleineren Bäumen versehen. Und auch Büsche. Und in dieses Gehege kommen, wie gesagt, Deinokairos. Na, von der Größe würde ich sagen, machen wir 4 Stück. Weil so groß ist das Gehege gar nicht. Beziehungsweise der Deinokairos ist natürlich auch schon sehr, sehr riesig. Die Farbe hier finde ich noch ganz gut. Dann mache ich noch so einen, den finde ich sehr, sehr hübsch. Und einen können wir noch eben schnell gemeinsam hier raussuchen. Was sollen wir so einen roten machen? Ich glaube, der rote war gar nicht schlecht. Dann vielleicht noch ein anderes Pattern. Ich glaube, ich nehme das Pattern hier einfach. Und dann haben wir 4 Deinokairos hier in dem Gehege. Oh, die kicken hier schon ordentlich die Rafting-Touren hin und her. Aber das ist halt so. Und ihr könnt natürlich auch wieder tolle Namensvorschläge für die Deinokairos in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Und mit etwas Glück könnt ihr euch dann hier verewigen in meinem Park Primal Wetlands. Ja, und das soll es jetzt auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Wir haben dieses wunderschöne Gehege mit einer Rafting-Tour gebaut
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.